Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein echt kleines, schickes Mount, das wir uns aber leider nicht im Spieler spielen können, sondern über ja eine Promotion-Aktion kriegen. Und ja, was ist das für ein Mount? Ihr seht schon, der Ragnaros, auf dem ich sitze, das schimpft sich runengebundener Feuerlord. Und ja, das Grundmodell ist eins von diesen Elementaren, ne, die kennen wir ja schon, hat aber hier ein bisschen coolere Texturen und sieht, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ziemlich nach Raggi aus. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal das Mount Special, dass wir uns das auch noch angucken. Weil das finde ich relativ nice, ne, er formt da so einen Feuerball, spielt ein bisschen mit rum, hat definitiv was. Genau, also das soweit zu dem Mount. Und wo kriegen wir das jetzt her? Blizzard hat ja angekündigt, dass es ein Event gibt, beziehungsweise ein WoW-Classic-Server auf Cataclysm hochgebastelt. Das könnt ihr ganz normal spielen, ohne jetzt hier irgendein Paket zu kaufen. Aber wenn ihr so extra Goodies haben wollt, dann müsst ihr das leider upgraden. Es gibt zwei Pakete. Einmal gibt es quasi das HC-Paket und einmal gibt es das Epic-Paket. Ne? Ich habe mir das HC-Paket gekauft. Warum, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Man kann das dann später auch nochmal upgraden, falls man das ändern will. Ist jetzt aber für mich uninteressant. Ich persönlich spiele kein WoW Classic und werde auch kein Cataclysm WoW Classic spielen. Dementsprechend habe ich mir die HC-Version nur gekauft, um quasi zwei Goodies für das Retail-WoW zu bekommen. In der HC-Version sind nämlich folgende Sachen drin. Ihr kriegt nämlich ein Reittier, Flamme der Avatar der Flamme, das kriegt ihr in WoW Classic dann, also ne, in diesem Cataclysm-Gedönse. Dann gibt es im modernen WoW einmal das Reittier, was ich euch eben gezeigt habe, Feuerlord, dann, also runengebundener Feuerlord heißt es. Dann im Classic WoW kriegen wir Mini Furorion, den gleichen kriegen wir auch im Retail. Das sind die zwei Sachen für Retail. Und dann in dem Cataclysm Classic bekommt ihr dann auch noch ein Tanzmog-Set, ein Spielzeug. Und wenn ihr euch die epische Version holt, dann kriegt ihr noch zusätzlich einen 80er, also eine Charakteraufwertung und 30 Tage Spielzeit. Aber da ich weder 30 Tage Spielzeit brauche, noch eine Charakteraufwertung im WoW Classic Cataclysm, ist das für mich uninteressant. Heißt, wenn ihr auch nur die beiden Collectibles haben wollt, dann kauft euch die Epic-Version. Ich habe euch jetzt erst eins von den beiden Collectibles gezeigt, also hier das Mount. Es gibt auch noch ein Pet und das packen wir jetzt hier einmal aus und können uns das angucken. Und da seht ihr, da haben wir Furorion. Und zwar mit dem Hut, den er damals, glaube ich, aufhatte zu Mist of Pandaria. Und hier jetzt in der Welpenform, ne? Ja, ist ein relativ basic Welpe, hat auch neue Texturen, es sind jetzt nicht die uralt Welpen und sieht soweit ganz nett aus, aber das Mount ist definitiv der größere Hingucker. Genau, das war es eigentlich soweit, heißt, wenn ihr die beiden Dinge haben wollt, dann müsst ihr euch halt diese Epic Edition von Classic Cataclysm kaufen und wenn ihr das nicht haben wollt, ja, dann könnt ihr Cataclysm auch mit einem ganz normalen WoW-Abo spielen, das diese Pakete sind tatsächlich nur für diese extra Bonis, nicht, dass ihr das Spiel allgemein spielen könnt. Juti, das war's schon mit dem kleinen Mount Guide. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr zum Mount bzw. zum Pet euch denkt, beziehungsweise auch, wie ihr zu steht, dass Blizzard jetzt schon wieder irgendwelche Episch- und HC-Versionen raushaut für Spiele, die man eigentlich auch so spielen kann. Bin da immer nicht so ein Freund, aber naja, ich bin halt ein Sammler, ne? Dementsprechend kaufe ich mir das da trotzdem. Juti, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.